Unsere verspannte Jalousie lässt sich von oben und unten öffnen und schließen. Zur Montage brauchen Sie nur einen Akkuschrauber und einen Bleistift zum Markieren. Mitgeliefert werden Schrauben, Spannschuhe und Spannfüße, ein Drehknauf zum Verstellen der Lamellen, zwei Bediengriffe und natürlich die Jalousie selbst. Befestigen Sie zuerst alle vier Spannschuhe an den vorher ermittelten Stellen am Fenster. Beachten Sie bitte, die Außenkanten der Spannschuhe sollen später bündig mit der Bedienschiene der Jalousie abschließen. Achten Sie außerdem darauf, dass der Steg der Halterung immer zur Innenseite des Fensters gerichtet ist. Anschließend befestigen Sie die unteren Spannfüße. Die Spannfüße werden mit einer Drehung in den Spannschuhen befestigt. Sie rasten mit einem deutlich zu hörenden Klick ein. Nun müssen Sie die Länge der Spannschnüre messen. Ziehen Sie sie dazu straff bis zum oben angebrachten Spannschuh. Versehen Sie die gemessene Stelle mit einem Knoten und fädeln Sie dann die Spannschnur in den Spannfuß ein. Schließlich können Sie auch die oberen Spannfüße mit einem Dreh befestigen. Schneiden Sie nun die überstehenden Schnurreste ab und stecken Sie abschließend die Bediengriffe auf. Entfernen Sie noch die Sicherungen und bringen Sie zu guter Letzt den Drehknopf zum Verstellen der Lamellen an. Wir wünschen Ihnen für lange Zeit viel Freude mit Ihrer neuen Jalousie.